Ein gemütlicher Sommerabend und ein kühles Bier. Um Letzteres, handgefertigt in einer Handwerksbrauerei, geht es in der aktuellen Ausgabe von HWK TV. 6 Brauereien sind aktuell bei der Handwerkskammer Koblenz eingetragen. Eine stellen wir vor. Es gilt als das älteste noch immer geltende Lebensmittelgesetz der Welt, das Reinheitsgebot für das Bierbrauen. 1516 durch die Bayernherzöge Wilhelm IV. Und Ludwig X. erlassen, wird seitdem festgehalten, was zum Bierbrauen verwandt werden darf. Gerste, Hopfen und Wasser. Seit fast 500 Jahren bis zum heutigen Tag verbindet sich mit diesem Reinheitsgebot auch Geschichtsbewusstsein und die handwerkliche Tradition des Bierbrauens. Die pflegt auch Brauermeister Gerd Siebel in der Klosterbrauerei Marienstadt und führt hier einen Brauch fort, der bis ins Jahr 1362 zurückreicht, dem Jahr, in dem erstmals an diesem Ort Bier gebraut wurde. Damit ist die handwerkliche Tradition um den Gerstensaft 1,5 Jahrhunderte älter als das Reinheitsgebot. Die Geschichte der Abtei Marienstadt bei Hachenburg im Westerwald ist seit über 650 Jahren auch die des Bierbrauens. Dokumentiert ist das seit 1362 und taucht dann immer wieder in den Chroniken auf. Seit 1578 wurde den Mönchen neben Wein auch Bier gereicht. 1898 begann der Betrieb einer Brauerei und Gaststätte. Doch bereits 10 Jahre später musste die Brauerei wegen Unwirtschaftlichkeit wieder geschlossen werden. Für fast ein Jahrhundert lang. 2004 öffnete eine kleine, moderne Hausbrauerei samt neuem Brauhaus. Es ist die Wirkungsstätte von Gerd Siebel, der hier bis zu 3-mal wöchentlich im Sudkessel das einbringt, was die Gäste rund 5 Wochen später als Marienstatter dunkles, helles, als saisonale Spezialbiere schwarzes, Fastenbier, Josefsbier oder Weihnachtsbier genießen können. 800 Liter Bier entstehen pro Braugang, wöchentlich also 2400 Liter. Und alles geht durch seine Hände. Wir haben eingemeischt, wir brauen heute unser Dunkles und dann nehmen wir 175 Kilo Malzschrot. Das wird dann mit Wasser vermischt, durchläuft die Temperaturrasten. Bei 63, 72 Grad ist dann die Verzuckerungsrast. Dann gehen wir hoch auf 76, das dauert jetzt noch eine Zeit und dann pumpen wir alles auf dem Läuterbottich. Die Suddauer dauert aber 8 Stunden, dann haben wir 7 Tage Hauptgärung bei 15 bis 16 Grad Celsius. Danach kühlen wir runter auf 0 Grad und dann bleibt es noch 4 Wochen im Lagertank. Dann ziehen wir ab auf Fässer und dann geht es ins Kühlhaus und wird dort über die Theke verzapft. Der 54-jährige Brauermeister ist gebürtiger Münsterländer und hat beruflich weltweit seine Spuren hinterlassen. In Holland, China, Japan, Russland oder in der Schweiz war er schon im Sinne deutscher Braukultur aktiv. Doch das Kloster im Westerwald, sagt er, das hat seine eigene Atmosphäre. Erstmal ist das sehr touristisch erschlossen. Also ich freue mich immer, wenn ich hier bin. Hier ist absolut Hektik von den Leuten her, aber auch absolute Ruhe kann man hier finden. Und das ist schon gute Küche, gutes Bier, das ist genau was man so braucht im Leben. Wie aus der Zeit gefallen, dominieren Ruhe, die Konzentration auf das Wesentliche und Entschleunigung diesen religiösen Ort, der auch immer einer des Handwerks war. Und so gilt nicht nur für die Produkte des Brauhauses der Spruch »mit allen Sinnen genießen«, sondern auch für das Leben in der Klosteranlage insgesamt. Ein sicherlich ganz außergewöhnliches Stück Handwerksarbeit befindet sich im 1747 eröffneten Klostergebäude. Die komplette Treppe samt Empore hat ein Mönch in reiner Handarbeit geschnitzt. Als Ergebnis einer 25-jährigen Arbeit. Mehr als 1000 Gäste lassen sich im Sommer täglich von der Atmosphäre der Klosteranlage verzaubern und statten dann auch Biergarten und Brauhaus einen Besuch ab. Für Gerd Siebel bedeutet das nicht nur Höchstleistung zwischen Sudkessel, Läuterbottich oder Bierkeller. Es ist auch Beleg für die Nachfrage nach einem hochqualitativen und wohlschmeckenden Nahrungsmittel, das hier seit 650 Jahren entsteht.